Frage, was für einen Heizstab würdest du mir empfehlen? 25, 50 oder 75 Watt bei 123 Liter? Ich möchte es nur als Notfall. Es soll nur bei 20 oder 22 Grad bringen. Folgendes, es ist so, dass Heizungen viel zu häufig, viel zu stark dimensioniert werden. Ja, letztendlich kommt es darauf an, wie viel Grad oder welche Temperaturerhöhung muss eine Heizung denn überhaupt überwinden. Ja, wenn ich also sowieso eine Zimmertemperatur habe von 20, 21 Grad und die Heizung muss nur um 1 Grad auf 22 Grad aufheizen, dann kommst du hier für ein 123 Liter Becken ganz locker mit dem 25 Watt Heizer aus. Ja. Aber vielfach wird empfohlen 1 Watt pro Liter. 1 Watt pro Liter ist meines Erachtens schon potenzielle Bouillabaisse. Ja? Also wenn da die Heizung mal klemmt, also der Kontakt klemmt, dann kriegst du bei 1:1 kriegst du schon Kochfisch. Ja? Also das auf keinen Fall. Also maximal 0,5 Watt pro Liter Wasser. Ja? Und je größer das Aquarium vom Volumen ist, umso geringer kann die Heizung ausgelegt sein. Ja, ich sag mal, bei deinem 125, 123 Liter Becken, wenn das nur eine Notfallheizung ist, die also nur die 20 oder 23 Grad halten soll. Ich meine, gut, wenn Stromausfall, wenn ein Heizkörperausfall ist oder ne, und du hast eine Zimmertemperatur von 16 Grad, ohne ja, dann ist natürlich 25 Grad zu wenig. Aber ansonsten, um nur eine zusätzliche Notfallversorgung zu haben, dass er so ein ganz klein bisschen über die Zimmertemperatur rausheizen muss, dann reicht 25 Watt locker aus. Ja, du musst auch davon ausgehen, je stärker du die Heizung wählst, umso schneller ist das Wasser aufgeheizt. Das heißt, das Schaltintervall verkürzt sich. Ja, also die Heizung bleibt viel weniger lange an, sondern schaltet viel öfter. Ja, weil dann während der Zeit, wo das Wasser quasi nicht geheizt wird, kühlt es auch schneller ab. Das heißt, die Heizung heizt viel häufiger als eine schwach dimensionierte Heizung. Ja, also eine ganz klein dimensionierte Heizung, die braucht also um die Temperatur zu erreichen, viel, viel länger. Das heißt, ideal ist eine Heizung gewählt, wenn die genau permanent durchlaufen würde, um die Temperatur zu erreichen, die Wunschtemperatur. Dann wäre sie perfekt gewählt. Ja, muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Ja, man könnte jetzt natürlich hingehen und ausrechnen, mein Aquarium verbraucht pro Stunde pro Watt, also pro Grad Temperaturdifferenz zwischen Außentemperatur und Wassertemperatur. Ja, die Temperatur sinkt in einer Stunde um einen Wert X. Kann man bei der Wassermenge dann ausrechnen, wie viel Joule oder beziehungsweise Kilojoule geht da verloren. Ja, und dann kann man natürlich auch anhand der Leistung ausrechnen, wie viel Kilojoule bringt meine Heizung. Ja, ne, das ist ein Fixwert. Ja. Wärme ist quasi die elementare Energie überhaupt. Ja, das bedeutet, also alle anderen Energieformen werden letztendlich immer in Wärme umgesetzt. Das heißt, ne, also es gibt, also bei Wärme gibt es eigentlich keinen Wirkungsgradverlust. Ne. Also du kriegst das an Wärme raus, was du reinsteckst an Energie. Ja? Ja, das heißt, für Heizung besteht ein exakter Umrechnungsfaktor in Kilojoule. Ja? Ne, habe ich jetzt nicht im Kopf, keine Ahnung. Ne, also das ist halt Physik. Ne, also wenn ich weiß, wie viel Joule, Kilojoule mein Aquarium verbraucht, ne, also Verlustwärme, das Ding produziert, das heißt, das kann ich natürlich beeinflussen, indem ich das Aquarium isoliere, rundherum Styropor oder was auch immer, Sichtseite, wie ich vorhin schon sagte, mit einer Plexiplatte oder mit einer Polycarbonatplatte nochmal vorgesetzt, mit
Doppelstegplatten oder Dreifachstegplatten das Becken auch noch abgedeckt. Ja, dann hast du nur ganz, ganz minimale Wärmeverluste. Und dann kannst du dir immer noch ausrechnen, wie viel Joule muss ich in mein Aquarium stecken, um genau die Temperatur zu halten. Ja, wie gesagt, das lässt sich eigentlich relativ einfach ausrechnen. Das ist einfachste Physikgrundlage. Also von daher kann man dann ganz genau ausrechnen, wie viel Watt muss meine Heizung haben, dass sie permanent durchlaufen kann und meine Temperatur hält. Eigentlich, wie gesagt, Grundlagen der Physik.